Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 18. Februar. Heute haben wir dabei Elektro-Tretroller, Uber, Tidal, Spotify, Facebook Watch und Apple. Beginnen tun wir mit dem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, die Elektro-Tretroller und Hoverboards und Elektro-Skateboards und was da alles gibt. Ich habe ja vor knapp 2 Wochen, glaube ich, einen eigenen Testbericht in meinem Blog untergebracht, wo ich meine Meinung zu den Elektro-Tretrollern bekannt gegeben habe und auch auf die problematische Gesetzeslage in Deutschland hingewiesen habe. Und damals schien es noch nicht unbedingt in total weiter Ferne, aber noch in einiger Ferne mit einigen Problemen, dass wir in Deutschland ein vernünftiges Gesetz haben. Und jetzt kann das auf einmal ganz schnell gehen. Denn jetzt kam halt raus vom Handelsblatt, reportet, glaube ich, als erster, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU jetzt ein bisschen Druck macht und eine Ausnahmeverordnung auch für elektroangetriebene Sachen ohne Lenkstange auf den Weg bringen will. Weil das war letztes Mal nämlich das große Thema. Damit waren Elektro-Skateboards und Hoverboards nämlich außen vor. Und das könnte dann wohl durchaus schnell gehen und schon im Frühjahr soweit sein, dass diese Testphase ist, dass man damit erstmal fahren darf, sofern man einen Mofa-Führerschein hat und da auch ein Versicherungskennzeichen dann anbringt. Was bestimmt noch spannend wird, wie das an so ein Elektro-Skateboard dran gemacht wird. Aber auf jeden Fall ein erster Schritt und ich bin gespannt, wann da auch mal die Sharing-Startups wie Bird und Lime dann in Deutschland an den Markt gehen werden. Wenn wir aber schon beim Sharing sind, Uber, ich bin ja bekennender und treuer Uber-Fahrer, wenn immer es geht. Und eins der größten Gebiete für Uber ist New York City. Und dort haben die das Problem, dass die Stadt New York einen Stopp für neue Lizenzen erwirkt hat. Also Uber bekommt keine neuen Lizenzen für neuen Fahrer. Und das wollen die jetzt angehen und deswegen verklagen die die Stadt New York City. Ja, wird spannend zu sehen, ob das funktioniert oder auch nicht. In Amerika ist ja vieles möglich. Die Stadt hatte sich damit wohl erstmal ein bisschen Verschnaufpause holen wollen für die Taxilobby. Aber auch für den anderen ÖPNV, denn Uber hat auch dort einen Impact. Leute fahren dann weniger Subway, wenn sie einen Uber kriegen können. Gleichzeitig fahren die Ubers, wenn sie auf neue Kunden warten, durch die Stadt und verstopfen die Straßen. Also auf jeden Fall ein paar Probleme und mal gucken, wie die gelöst bekommen. Nächstes Thema, Tidal. Tidal, der Streaming-Dienst, der hat jetzt eine neue Funktion angebracht. Und zwar, dass man nun Songs und auch einzelne Künstler blockieren kann. Also ganz einfach. Das schönste Beispiel hatte hier, war bei Kashi im Blog sowieso selber eine Art aus Spaß Helene Fischer bei der Silvesterparty reingeschmissen. Und der Algorithmus denkt jetzt, ach, die findet man gut und haut die in die Playlisten, die einem vorgeschlagen werden, rein. Und ja, dem umgeht man jetzt, indem man entsprechend dann einen Künstler oder eine Künstlerin blockiert. Oder auch, wenn man ein Lied einfach nicht mag, dann kann man das auch blockieren. Und das Ganze kann man natürlich auch später wieder entfernen. Also gute Funktion. Und da können sich andere Streamingdienste auch nochmal was von abgucken. Und wenn wir schon bei anderen Streamingdiensten sind, Spotify. Die hatten ja Gimlet und Anchor gekauft. Wir hatten hier auch drüber berichtet. Und keiner wusste, was der Spaß so gekostet hätte. Und jetzt kommt raus, dass Spotify dafür 300 Millionen Dollar ausgegeben hat. Und eventuell sogar 340 Millionen, so hundertprozentig klar ist es nicht. Aber im Endeffekt schaut es wohl so aus, als ob 200 Millionen für Gimlet fällig geworden sind und 140 Millionen für Anchor. Stolze Summe. Und ja, da wissen wir jetzt Bescheid. Schauen wir mal, was daraus wird. Was auf jeden Fall eher was wird, das ist Facebook Watch. Das ist ja die Facebook-Plattform, um Videos zu gucken, wo Creators wie auf YouTube halt Videocontent erstellen können. Der ist noch nicht so populär, also generell auch die Plattform in Deutschland, aber jetzt gibt es auch wieder ein paar Schritte weiter. Denn es werden die Fan-Abos ausgeweitet und Fan-Abos, das ist die Möglichkeit, dass Fans einen Creator direkt unterstützen können, indem sie ein kostenpflichtiges Abo machen und damit natürlich den Creator unterstützen.
Und diese Abos sind jetzt auch dann in Deutschland, Großbritannien, Portugal und Spanien verfügbar. Also können da jetzt auch ja, Einnahmen erzielt werden und vielleicht neue Inhalte erstellt werden. Gleichzeitig gibt es dann auch noch in Deutschland und Großbritannien den Brands Collapse Manager für Facebook Watch. Und dort können dann Werbetreibende und Marken über diese Plattform Zusammenarbeit mit Creators auf Facebook Watch starten. Schöne Sache. Und mal gucken, ob das jetzt mehr angenommen wird in Deutschland. Letztes Thema für heute, Apple. Auch die waren wieder unterwegs und haben die Kriegskasse aufgemacht. Die haben nämlich jetzt das Voice-Tech-Startup PulseString gekauft, auch bekannt als ToyTalk. Das ist eine Firma, die von ehemaligen Pixar-Verantwortlichen gegründet worden ist, 2011. Und die haben sich um ja, Voice-Tech, Voice-Experiences gekümmert und zum Beispiel auch Spielzeuge erstellt. Und zwar eine sprechende Barbie oder Thomas the Tank Engine. Der ist, glaube ich, The Tank Engine, hier so ein Zugding. Oder wenn ich mich so recht entsinne, was in Amerika sehr populär ist, aber die Barbie, die kennt ja hier auch jeder. Also eine sprechende Barbie. Und Apple hat jetzt dementsprechend die Firma gekauft und wird das Team wohl wieder wie üblich in Apple rein integrieren und dann schauen wir mal, ob Apple uns auch noch Spielzeuge bringt oder ob das einfach nur Siri und den HomePod betreffen wird. Ja, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Montag. Habt eine tolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns wieder morgen und bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.